Hallo und herzlich willkommen beim Digilog Podcast. Digilog, das steht für Digitalisierung im Dialog, und Digilog, das ist auch der Name eines vom Land geförderten Forschungsverbunds. Ganz korrekt heißt der Digilog@BW, also Digilog in Baden-Württemberg. In diesem Verbund untersuchen Forschende, welchen Einfluss digitale Techniken auf uns und unseren Alltag haben können. Und in diesem Forschungsverbund gibt es ein sehr spannendes Projekt, das für alle Studierenden interessant sein kann. Ganz gleich, aus welcher Fachrichtung sie kommen. Und ganz gleich auch, ob sie mit diesem Projekt, das wir jetzt gleich vorstellen, bislang selbst sehr viel zu tun hatten oder eben nicht. Denn dieses Projekt beschäftigt sich mit dem Schicksal von studentischen Abschlussarbeiten wie Bachelor-, Master- oder Diplomarbeiten. Projektleiter ist Professor Ali Sunjaev. Herzlich willkommen, Ali. Hallo, Uwe. Ali, du bist Professor am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie, und dort am Institut für angewandte Informatik und formale Beschreibungsverfahren. Und ich bezeichne dich jetzt mal ganz plakativ als Retter der in der Versenkung verschwindenden Abschlussarbeiten. Okay. Das ist vielleicht jetzt ein wenig zu sehr zugespitzt, aber erzähl einfach mal, was ist denn das Ziel eures Projekts? Ja, also das hast du eigentlich ganz gut getroffen. Es werden ja eine große Reihe an Abschlussarbeiten geschrieben, also quasi alle Studierenden müssen da einmal durch, sei es eine Bachelor- oder eine Masterarbeit. Und die meisten davon werden dann doch durchaus mit einem großen Aufwand quasi, den man betreibt, erarbeitet und auch mit entsprechender Gründlichkeit. Und die meisten Arbeiten haben auch etwas zu sagen. Jetzt ist es aber so, dass diese Erkenntnisse, die man dann erarbeitet hat, meistens im Rahmen von mehreren Monaten, ne, also eine durchschnittliche Masterarbeit dauert 6 Monate, nachdem man das abgeschlossen hat, verschwinden sie einfach in irgendeine Schublade. Und die meisten Arbeiten findet man dann nicht so einfach. Also es kann sein, dass sie dann veröffentlicht werden in der Bibliothek oder wenn eine Studierende oder ein Studierender das unbedingt möchte, aber die absolut meisten verschwinden quasi in Nirvana und dann war die ganze Mühe umsonst. Ja, was heißt umsonst? Man bekommt natürlich die Note, man hat selber was gelernt, fachlich, auch was die Persönlichkeitsentwicklung angeht, aber alle anderen bekommen vielleicht nicht so viel davon mit, außer man schickt es direkt. Und es kann ja sein, dass andere Studierende oder einfach andere Personen sich auch für das gleiche Thema interessieren, sich aufschlauen wollen würden, und die haben dann meistens nicht mal die Chance, quasi die Arbeit in die Hände zu bekommen und zu lesen. Welche Ziele habt ihr jetzt? Ja, wir haben mehrere Ziele. Also die das Hauptziel habe ich ja gerade versucht, etwas zu skizzieren, dass man eben die Sichtbarkeit und damit auch diesen positiven Nutzen von studentischen Abschlussarbeiten erhöht. Also dass man quasi diesen Veröffentlichungsaufwand, wenn man das machen möchte, durch einen sehr, sehr einfachen, schnellen Publikationsprozess entsprechend reduziert, aber gleichzeitig natürlich auch die Qualitätsstandards einhält. Ein weiteres Ziel ist sicherlich im Sinne dieser offenen Wissensbewegung. Das heißt, dass man den Zugang und damit auch den Zugang zu dem enthaltenen Wissen, nicht nur den Zugang zu den Arbeiten, ohne Einschränkungen quasi für jeden ermöglicht. Und das ist in der Wissenschaft leider auch nicht selbstverständlich. Na, in der Akademie ist es durchaus öfters so, dass man das auch nur gegen Bezahlung oder eben durch einen gewissen, auch teilweise lokale, ne, örtliche Beschränkung eben den Zugang nicht immer bekommt. Und dann gibt es noch so weitere Unterziele, wie wir wollen natürlich, dass das alles sehr, sehr transparent ist, dass es nachvollziehbar ist, wie der Veröffentlichungsprozess ist, dass quasi man auch jegliche Veränderungen auch nachträglich ja einfach beobachten kann und damit auch entsprechend Vertrauen in das System ohne diese Veröffentlichung aufgebaut wird. Und vielleicht auch erwähnenswert wäre das letzte Ziel, das mir auch ein Anliegen ist, dass wir eine Plattform schaffen, bei der jeder, der sich dafür interessiert, sich auch beteiligen kann, sich auch einbringen kann. Es ist nicht irgendwie eine Person oder eine Organisation,
die ja sowieso keine 2,50 Mark damit machen will, aber die quasi die Hand drüber hält, ne, und alles entscheidet, sondern jede Universität, jede Hochschule, auch jede Privatperson, die einen Beitrag leisten möchte, ist herzlich willkommen. Man lädt sich etwas Software runter und kann dann einen Beitrag leisten, indem man alleine schon mit dem eigenen Rechner ja, Speicher- und Rechenressourcen zur Verfügung stellt, und damit das Ganze am Laufen gehalten wird. Okay. Und über wie viele Abschlussarbeiten reden wir denn da, die in Deutschland pro Jahr ungefähr entstehen? Gibt es da eine Zahl? Ja, da gibt es tatsächlich Statistiken, und man geht davon aus, dass alleine im deutschsprachigen Raum es über 500.000, also über eine halbe Million Abschlussarbeiten jährlich gibt. Ne? Das ist schon eine ordentliche Anzahl. Und wenn man davon ausgeht, dass die meisten davon auch tatsächlich was zu erzählen haben und leider auch der Großteil davon nicht so richtig zugreifbar ist, weil die Studierenden vielleicht direkt nach dem Abschluss der Arbeit ins Berufsleben einsteigen, ne, und einfach sich nicht darum kümmern können, nicht wollen, so oder vielleicht ja, oder vielleicht auch keinen Kanal haben. Hat man seinen Job gefunden, und dann hat man, ist man froh, dass man das Kapitel abgeschlossen hat. Richtig. Und hat da gar nicht mehr so den Blick drauf, dass man das vielleicht so bereitstellen könnte, dass andere es auch finden. Weil das ist ja das Problem. Da ist die Abschlussarbeit, und wenn ein anderer sie sucht, müsste er genau wissen, wo er suchen muss, damit er es überhaupt findet. Genau, Bibliothek oder vielleicht auf der Webseite des Studierenden oder der Studierenden. Manche machen das, manche schreiben Paper daraus, aber das ist auch Aufwand. Man muss quasi die Essenz der Arbeit neu aufschreiben, das Kürzen auf wenige Seiten auch, das wieder, diesen ganzen Veröffentlichungsprozess muss man machen, und das wollen wir verschlanken. Und genau, jetzt kommt ihr mit eurem Projekt und sagt, das kann man anders machen. Wir machen da eine Plattform im Web, die ist öffentlich zugänglich und die geht auch bald an den Start. Wann genau geht es an den Start? Ja, wir wollen es im November freischalten. Also wir haben jetzt einen Namen, wir haben okay, die... Okay, der Name ist welcher? Gut, für Außenstehende vielleicht jetzt etwas nicht ganz direkt nachvollziehbar. Für alle, die aus der Disziplin Wirtschaftsinformatik kommen, wird das sofort einleuchtend sein. Der Name wird Biese Student sein. Also Biese quasi wird großgeschrieben, sind vier Buchstaben, also Bertha, Ida, Selma, Eva. Und Student quasi Student wird auch gleich geschrieben. Biese ist eine der Flaggschiff-Zeitschriften in der wissenschaftlichen Disziplin Wirtschaftsinformatik. Biese steht für Business and Information Systems Engineering. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir quasi diese Artillerie im Rücken haben, die uns dann unterstützt, weil das natürlich auch etwas Credibility gibt und entsprechend auch insbesondere den Betreuern, also den wissenschaftlichen quasi Begleitern dieser Arbeit, Professoren, Professorinnen und auch wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, durchaus etwas sagt und dadurch hoffentlich uns auch Rückenwind gibt, dass da die Arbeiten eingereicht werden. Aber es ist eben nicht nur für Wirtschaftsinformatiker euer System, sondern wenn ich jetzt Geophysik mache, kann ich meine Arbeit genauso da hochladen. Ja, also eins habe ich im Leben gelernt, Schritt für Schritt am besten, ne, und nicht irgendwie gleich Stufen überspringen. Wir machen das erstmal, also es ist offen, das ist auch die Idee, aber am Anfang machen wir das für die angewandte Informatik, für soziotechnische Informatik, für Wirtschaftsinformatik, für quasi technologieorientierte Betriebswirtschaftslehre und Management, alles was sozusagen rund um Wirtschaftsinformatik ist, Wirtschaftsingenieurwesen, damit wir einfach auch Inhalte bekommen, damit wir auch ein gewisses Publikum haben und Resonanz. Und wenn das hoffentlich ein Erfolgsbeispiel ist, dann werden uns auch andere Communities glauben, wie die Chemiker, Biologen oder wer auch immer. Die werden dann einfach auf euch zuspielen. Die werden dann, genau, und dann können wir auch einen etwas anderen Namen definieren oder die Plattform erweitern. Theoretisch wäre es auch jetzt schon möglich, aber wir wollen erstmal sozusagen das erproben. Weil wenn ich jetzt so eine Abschlussarbeit in den Händen halte und ich will sie nach Biese Student dann hochladen, dann was muss ich dann tun? Was ist eigentlich dann der nächste Schritt? Sehr, sehr einfach. Also im Endeffekt muss die Arbeit in einem digitalen Format vorliegen. Also das hat sich so bewährt, dass es meistens ein PDF ist. Und dann geht man auf die Plattform, also auf die Webseite, füllt ein Formular aus mit verschiedenen Daten, also wie dem Titel der Arbeit, ne, eine Information sicherlich über die Hochschule, auch über vielleicht das Institut und die Betreuerin oder den Betreuern, bei dem quasi die Arbeit entstanden ist. Und damit diesem Formular wird dann der Veröffentlichungsprozess angeschlossen. Und dann bleiben wir mal bei dieser Abschlussarbeit, wenn die jetzt da im System drin ist, wenn die jetzt hochgeladen ist nach Biese Students, was passiert dann mit ihr?
Ja, die wird natürlich erst einmal kurz quasi qualitätsgesichert. Also es wird geprüft, ob es diese Hochschule tatsächlich gibt, ob quasi der Betreuer oder die Betreuerin auch diese Veröffentlichungsfreigabe erteilt. Das ist unsere Qualitätssicherung. Das heißt, der verantwortliche Betreuer oder die verantwortliche Betreuerin sieht auch diese Arbeit als veröffentlichungswürdig aus. Okay. Ne? Also, dass man im Endeffekt das auch so ansieht und bereit ist, quasi als Betreuerin oder Betreuer namentlich genannt zu werden. Mhm. Das ist auch nicht selbstverständlich. Aber das ist auch, ne, wenn man dann mit dem eigenen Namen haftet, hoffentlich lädt man dann nicht irgendwas hoch, was nicht ganz so dem entspricht, was man der Öffentlichkeit zumuten kann. Und zwar sowohl von Seiten der Studierenden und des Studierenden als auch von Seiten der Betreuerinnen und des Betreuers. Und dann schreitet der Veröffentlichungsprozess fort. Mhm. Und wenn ich es richtig weiß, dann, dann habt ihr an der Stelle natürlich auch so ein bisschen moderne Technologie mit dem Spiel, weil dann muss eigentlich der Name Blockchain fallen, oder? Das ist für euch der Kern der Technologie, der dann da angewandt wird. Ja, also wie gesagt, wenn man so eine wenn die Freigabe dann durch die Betreuerin oder den Betreuer erfolgt ist, wird die Arbeit registriert, erhält sozusagen eine Art Stempel, ne, und wird in eine Datenbank gespeichert, die verteilt und dezentral ist. Und also Stempel und diese Referenzen kommen eben so eine extra Datenbank, die man Blockchain nennt. Die Arbeit selbst wird bei einer verteilten Datenbank gespeichert, die im wissenschaftlichen Umfeld angesehen ist. Das nennt sich IPFS, das ist so Interplanetary File System. Also einfach im Endeffekt eine etwas unabhängigere verteilte Datenbank. Und die Blockchain verspricht es eben, das Ganze nicht nur verteilt, sondern auch etwas dezentraler zu machen, sodass man eben nicht mehr eine Person, eine Organisation vertraut oder jemand dann entscheiden kann, was passiert oder ein Bibliothekar dann den Zutritt verwehrt, ne, oder die Arbeit verändert, was hoffentlich nie passiert, oder dass generell irgendwelche Intermediäre ins Spiel kommen, auf einmal Geld dafür verlangen wollen. Ja. Das ist die Kernidee, dass das im Endeffekt für alle transparent und auch nachvollziehbar geschieht und nicht von einer Person oder einer Organisation oder einer Handvoll Personen abhängt. Okay, also es ist letztendlich so, ich lade meine Arbeit da hoch. Dadurch, dass ihr eine Blockchain verwendet, ist sie dort so sicher abgelegt, dass niemand sie auch verändern kann, dass ihr nichts Böses passieren kann, dass niemand jetzt mit ihr Geld verdienen kann. Ich kann komplett darauf vertrauen, dass meine Arbeit dort in der Form bleibt, wie ich sie auch abgelegt habe. Aber wie schafft es eine Blockchain, sozusagen technisches Vertrauen zu sein? Also normalerweise würde ich ja meine Arbeit einem Bibliothekar geben oder eben einem Verlag geben und denen sagen, hier habt ihr das Ding, ich vertraue, dass ihr das Beste für meine Arbeit tut. Aber so gebe ich es jetzt einem technischen System und vertraue darauf, dass sie dafür alle Zeiten auch sicher verwahrt bleibt. Und wie funktioniert das? Wie stellt ihr sicher, dass da kein anderer jetzt dran kann und die verändern kann oder sie irgendwie weiter benutzen kann in einem Sinne, der mir nicht recht ist? Also weiter benutzen kann man das sicherlich, indem man die Erkenntnisse daraus nimmt und vielleicht etwas gestaltet, aber den Zugriff quasi kann man vielleicht nicht mehr. Aber ich kann den Inhalt nicht irgendwie verändern oder manipulieren. Also theoretisch könnte man vielleicht sogar das, aber dann würden das zumindest alle mitbekommen und das wäre quasi auch tatsächlich einsehbar. Mhm. Aber der Kern dieser Geschichte ist im Endeffekt, dass das eine Art verteilte, auch eine dezentrale Datenbank ist, bei der quasi eine Kopie, ne, mehrfach vorhanden ist und all die beteiligten Instanzen, all die beteiligten Rechner, ne, einigen sich dann selber, ohne dass es eine zentrale Einheit gibt, darauf, welche Informationen in diese Datenbank geschrieben werden darf, nach festgeschriebenen Algorithmen. Und das ist eben die Magie, dass eben nicht mehr, was weiß ich, jemand dann die Datenbank weiterführt, ne, wie die Bank, die dafür verantwortlich ist, dann quasi, dass der Kontostand fortgeführt wird, dann hoffentlich auch korrekt ist oder dann irgendwie man darauf auch vertraut, dass die Bank dann keine Fehler macht, wenn sie quasi dieses Kassenbuch weiterführt. Genau, und hier ist das so, dass das einfach im Endeffekt verteilt wird auf viele unabhängige Parteien und diese Parteien sind auch manchmal vielleicht nicht erreichbar. Na, oder vielleicht versuchen sie auch unfair zu spielen und all denen kann man mittlerweile begegnen, das tolerieren und trotzdem sozusagen die Wissensbasis weiterführen, mit der alle einverstanden sind. Also
Anstelle einer Vertrauensperson, die ich bislang brauchte, um meine Abschlussarbeit unter das Volk zu bringen, also wie gesagt Verlag oder Bibliothekar, habe ich jetzt bei euch das System, diese Blockchain. Aber man will ja nicht nur so Wissen unter das Volk bringen, sondern manchmal sind das ja auch Wirtschaftsgüter, die da gehandelt werden sollten. Wäre es denkbar, jetzt so ein technisches Vertrauen im Handel, nicht nur im Handel mit Wissen zu etablieren, sondern auch im Handel mit Gütern? Also stellen wir uns vor, da sollen jetzt, das nette Beispiel sind immer die Äpfel und Birnen, die man irgendwo handelt. Wäre das auch immer eine Blockchain möglich, also seinen Güterhandel abzuwickeln? Ja, also vielleicht einen Schritt zurück, weil damit beschäftige ich mich ja nicht direkt. Also mir ging es darum, dass der Zugang zu Wissen im Endeffekt demokratisch ist und für alle verfügbar ist, weil Wissen ist sowas wie Liebe, ne? Also wenn man es teilt, dann vermehrt sich das nur. Mhm. Und ich würde mich einfach freuen, wenn das auch entsprechend allen ermöglicht ist und nicht nur quasi privilegierten Personen oder Organisationen, ne, sondern dass im Endeffekt aus jeder Ecke dieser Welt, wenn man Internetzugang hat, man sich auch aufschlauen kann und sich informieren kann. Und da muss man nicht irgendwo wohnen deswegen oder Gelder haben, um sich im Endeffekt das auch anschaffen zu können. Aber was du gerade ansprichst, sind wahrscheinlich eher so Beispiele aus der Wirtschaft und Industrie. Mhm. Und ich meine, gut, Blockchain ist sicherlich ein Begriff, wenn es um Kryptowährungen geht. Ne? Da können auch viele heutzutage da mitreden. Also Bitcoin ist da sicher ein großer Begriff. Aber es gibt auch viele Beispiele, wo daneben zwischen Produzent und Endkunde nochmal ein Intermediär ist. Ne? Und all das kann man mit einer Blockchain etwas automatischer lösen und entsprechend auch ohne dass eine dritte Partei quasi eingebunden ist. Da gibt es berühmte Beispiele wie zum Beispiel Kaffee, ne? Wenn man Kaffee anbaut und dann verkauft, wenn man dann sozusagen all diese betriebswirtschaftlichen, logistischen Prozesse mit einer Blockchain abbilden kann, was heutzutage möglich ist, dann kann man auch tatsächlich sehen, wo der Kaffee herkam zum Beispiel, ne? Dass es tatsächlich, was weiß ich, ein biologischer Anbau ist, dass da Kinderarbeit involviert war, dass man das eben nicht einfach so dann austauschen kann, sondern dass alles nachvollziehbar ist. Also einzig der physische Transport quasi des Kaffees kann vielleicht nicht durch die Blockchain übernommen werden, da muss man wahrscheinlich DHL oder wem auch immer wieder vertrauen, aber macht das Ganze einfach transparenter und nachvollziehbar. Also das, was man auch so unter Zertifizierung versteht, kann das über eine Blockchain dann einfach... Also da gibt es viele Beispiele. Also ne, wir kaufen Ökostrom, leider Gottes, das ist wahrscheinlich auch schon bekannt. Und dafür bekommt man dann, die Anbieter bekommen ein Zertifikat für 12 Monate. Wenn sie vielleicht für einen bestimmten Zeitraum von, weiß ich nicht, ein paar Wochen nachweisen können, dass sie es tatsächlich auch beziehen, dann können sie im Januar das irgendwo günstig in Skandinavien von den Windparks kaufen, bekommen ein Zertifikat, das gilt dann 12 Monate. Wo dann aber der Strom tatsächlich im August herkommt, das weiß dann der Endkonsument nicht. Vertraut aber darauf, dass er nach wie vor Biostrom ist. Gut, und da könnte so eine Blockchain... Mit so einer Blockchain könnte man tatsächlich auch das eher nachvollziehen, was die Quelle dieses Stroms ist. Genauso beim Kaffee, dass man nicht irgendwie 10% eingekauft hat für den Laden und sagt, ich habe hier aus dem biologischen Anbau und 90% des Kaffees kaufe ich günstig ganz woanders, sondern dass man quasi für jeden Kaffee Bohnensack, oder wie ich das ausdrücken kann, ja, nachvollziehen kann, tatsächlich, wo der herkommt und wie er hingelangt ist. Also für mich ist das dann, läuft das wirklich so unter dem Begriff Zertifizierung dann von Waren beispielsweise und in dem Fall jetzt, um auf euer Projekt zu kommen, wieder zurückzukommen, ihr zertifiziert Abschlussarbeiten in einer gewissen Art und Weise. Macht sie öffentlich zugänglich mit einem Zertifikat, dadurch, dass da auch ein Betreuer mit eingebunden ist, der dann auch sagt, das ist der Veröffentlichung wert, ich stehe dafür, kann ich dann auch auf diese Inhalte, zum einen habe ich ein wissenschaftliches Zertifikat über den Betreuer, der sagt, der Inhalt ist es wert, und zum anderen habe ich das Zertifikat von euch, dass da auch nichts dran manipuliert wurde an diesem Inhalt, dass der unverändert dasteht. Ja, so kann man das sagen. Man kann sogar, jetzt wo du sagst, sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, es ist ja nicht nur ein Stempel, es ist auch ein Zeitstempel dabei. Also in dieser Woche wurden ja die Nobelpreise vergeben. Also dann
weiß man nicht nur, wessen Geisteskind was ist, sondern auch wenn man als Erste in der Abschlussarbeit eine Idee hatte, auch wenn eine konzeptionelle Idee ist, dann hat man sie auch veröffentlicht und dann kann nicht, oder man könnte natürlich sagen, man hatte keinen Zugriff darauf und ich hatte ein Jahr später die gleiche Idee. So ist es ja, man hatte ja vor allem früher öfter der Fall, dass mehrere Personen gleichzeitig sozusagen, aber hier hat man zumindest tatsächlich auch dann etwas objektiveren Nachweis, dass man etwas gemacht hat. Und das kann einem dann keiner mehr nehmen. Mit solch einer Art der sicheren Wissensspeicherung, bei der es jetzt niemanden braucht, der diesen Wissensspeicher verwaltet, wo man dann auch sicher sein kann, er hat da keinen Zugriff drauf, kann da auch nichts verändern, kann da nichts manipulieren. Ist denn so eine Art der Wissensspeicherung grundsätzlich deiner Meinung nach auch geeignet oder sogar wichtig, um Demokratien zu stärken? Oh, ein großes Thema. Ja. Ein großes Thema und ein sehr, sehr ganzheitliches. Und wir sehen ja, was mit Wissen und Information zurzeit auch geschieht. Auch mit Fake News aktuell. Zum Beispiel. Oder auch geschichtlich. Dann haben wir die Faktenchecker, die dann natürlich versuchen, irgendwo dagegen zu halten oder eben mit geprüften Fakten ans Publikum zu gehen. Aber es gäbe auch die Möglichkeit, Wissen noch anders anzubieten. Ja. Also ich bin natürlich quasi, sag ich mal, ein Experte ja im informatischen Bereich, ne, und wirtschaftsinformatischen Bereich. Das ist vielleicht nicht etwas, was ich dann absolut sachkundig vielleicht wiedergeben kann, aber ich habe natürlich eine persönliche Meinung dazu und Demokratie ist unglaublich schützenswert und wir haben, also vielleicht bevor wir zu den aktuellen Geschehnissen kommen, wir hatten in der Geschichte, in der menschlichen Geschichte in unterschiedlichen Ländern schon öfter der Fall, dass Bücher verbrannt worden sind, ne, damit dann keiner Zugang dazu hat oder dass Geschichte einfach umgeschrieben ist. Dann kam eine neue Regierung, da hat es nicht gepasst, wie die Geschichte ausgelegt ist, dann hat man das einfach umgeschrieben und allen Kindern in der Schule anders vorgelegt. Und ich meine, wenn man natürlich den jungen Menschen dann 10 Jahre etwas predigt, dann glaubt sie natürlich auch, dass es tatsächlich so der Fall gewesen ist, weil sie vielleicht auch keinen Zugang haben zu anderen Informationen oder zu anderen Quellen. Das ist schon etwas, was vielleicht auch im Kern der Thema ist, dass man zumindest die Möglichkeit hat, sich zu informieren, wie es Personen, die es geschrieben haben, damals gesehen haben. Dass es natürlich widersprüchliche Angaben geben kann, dass man auch unterschiedliche Meinungen bekommt. Das müsste man filtern, aber und hier vielleicht die Brücke zu den Fake News, dann wüsste man zumindest immer, wer der Urheber dieser Information ist, wer sie eigentlich zuerst überhaupt gestreut hat. Und dann kann man, wenn man das nachvollziehen kann und es transparent ist, dann auch entscheiden, vertraue ich quasi dieser Quelle oder vertraue ich der nicht. Und das ist ja bei Fake News teilweise gar nicht uneinsichtig. Dann übernehmen es andere und dann zirkuliert das über soziale Medien oder wie auch immer und dann liest man das und dann bekommt man das von einem, was weiß ich, aus dem Bekanntenkreis geschickt. Der Person vertraut man und dann vertraut man automatisch auch vielleicht der Nachricht, aber die wurde weitergeleitet, weil der Inhalt so populär ist oder wie auch immer. Das alles könnte man natürlich etwas angehen. Und Demokratisierung ist ja viel mehr. Ne? Also, aber unter anderem natürlich klar, dass auch alle zumindest gleichberechtigt sind. Nicht im Sinne sozusagen, auch die Rechner sind nicht gleichberechtigt, auch in einer Blockchain, was Rechen- und Speicherleistung angeht, aber im Sinne ihrer Rechte. Mhm. Wer zu welchen Informationen wann Zugriff haben kann, das wäre schon demokratischer. Für dich eine Herzensangelegenheit, diese Demokratisierung des Zugangs zum Wissen? Ach, ich habe viele Herzensangelegenheiten, aber klar, wenn man das so sieht, ich würde es vielleicht etwas anders ausdrücken. Also ich sehe mich ja als Wissenschaftler und natürlich ist es für mich eine Herzensangelegenheit, dass man die Schaffung, aber auch die Verbreitung und auch die Erweiterung von Wissen begrüßt, ne, und unterstützt. Und ich bin auch schon der festen Überzeugung, dass wir als Gesellschaft generell auch nur dann vorankommen, wenn wir auf dem existierenden Wissen aufbauen. Und da spielt ein hoher Bildungsstand genauso eine Rolle wie der ungehinderte Zugang zu Wissen, die Öffnung von diesen Wissenschaftsprozessen, dass eben es keine in dem Sinne Eliten gibt, die Zugang haben, die anderen haben keinen Zugang. Das also ist ja eine andere Sache, ob man dann so elitär ist, dass man es versteht, was da drin steht. Das kann man vielleicht auch als elitär bezeichnen. Aber dass zumindest jeder die Möglichkeit hätte, es
verstehen zu können, wenn man es wollen würde, weil man dann das nachlesen kann. Also dass man eben nicht nur für einen kleinen Kreis von Organisationen oder Personen das zur Verfügung stellt. Und ich bin eben der Meinung, dass der Zugang zu Wissen allen offen stehen sollte und ja, dass ich davon auch nur träumen kann. Warum nicht? Ja, jetzt reden wir hier so locker über eine Plattform, die dann bald an den Start geht, aber das hat wahrscheinlich eine ziemliche Vorgeschichte. Wie viel Aufwand war es denn, das Ganze überhaupt so ins Leben zu rufen? Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so quantitativ beziffern kann. Also was man natürlich überhaupt nicht sieht, sind diese Jahre, die man investiert hat, um zu dem Thema zu lesen. Also ich sage jetzt einfach nur Distributed Ledger Technology beziehungsweise Blockchain, wie das funktioniert, ne? Dass man dazu erst gelesen hat, dann es verstanden hat, dann selber was gemacht hat, dann erst darüber angefangen hat zu reden und zu schreiben. Die Kernidee zu der Plattform ist wahrscheinlich so circa 2 Jahre alt und hat sich dann auch kontinuierlich entwickelt. Und Uwe, an dieser Stelle darf ich vielleicht ganz kurz auch Danke sagen. Danke sagen an alle Beteiligten. Das bin natürlich nicht nur ich, um Gottes Willen, sondern das sind einfach viele Personen, die das nicht nur tatkräftig unterstützt haben, sondern die es tatsächlich auch exekutiert haben. Ich möchte insbesondere Benjamin Sturm nennen, aber es gibt auch Personen wie zum Beispiel aktuell den Hauptredakteur dieser Biese-Zeitschrift, Christoph Weinhardt, der uns auch unterstützt und viele, viele weitere Beteiligte, auch das Projekt und die Finanzierung, die uns das ermöglicht. Also wirklich an dieser Stelle auch Dankeschön an das gesamte Team. Dann sagen wir zum Schluss nochmal den Namen der Plattform, Biese Student. Genau, die Webseite vielleicht. www.biese, also diese 4 Buchstaben, -student.io. IO ist gerade vor allem im technischen Umfeld sehr, sehr populär, aber wir werden auch über die Webseite der Zeitschrift Biese, also Business Information Systems Engineering, zu finden sein. Und auch deswegen Student mit reingenommen, wenn man dann hoffentlich in ein paar Monaten googelt, nach Abschlussarbeit, nach Student, nach Master Thesis, nach was weiß ich, Bachelor Thesis, sollte man dann hoffentlich uns auch finden können. Gut, und ab November geht's los. Im Laufe des November ist die Plattform dann online und dann kann man mit Hilfe eines Betreuers, der das eben dann auch bestätigen muss, dass das eine ordentliche Arbeit ist, kann man da die Abschlussarbeit hochladen und ist dann drin. Genau, aber Sie können jetzt schon auf die Webseite gehen, melden Sie sich an für den Newsletter, bleiben Sie informiert und im Laufe des Novembers wird es komplett freigeschaltet und hoffentlich wird es auch genutzt. Und deswegen möchte ich alle ermutigen, wenn uns Studierende zuhören oder eben auch Personen, die Abschlussarbeiten betreuen, schauen Sie sich an, und tun Sie was Gutes, indem Sie sozusagen nicht nur darüber reden, sondern es auch exekutieren. Das heißt, wenn man tatsächlich eine gute Arbeit hat, warum sie im Schrank verschwinden lassen? Vielleicht gibt es andere Personen, auch wenn es nur ein paar sind, die sich für dieses Thema interessieren, die sich dafür begeistern können. Und dann kann man das nachlesen. Vielleicht hat man die Abschlussarbeit noch von vor 5 Jahren ja auch im Schrank. Dann wäre das jetzt auch eine Möglichkeit, sie noch. Das wäre auch eine Möglichkeit, absolut. Und stellen Sie sich vor, Sie bewerben sich irgendwann mal oder sonst was, dann können Sie immer einen Link darauf hinschicken. Und Sie können dann entsprechend auch immer darauf verweisen. Perfekt. Vielen Dank, Ali, für dieses Gespräch über ein ganz interessantes Projekt, das jedem Studierenden wirklich zugutekommen kann, wenn er am Ende seines Studiums dann seine Abschlussarbeit in Händen hält und nicht genau weiß, wo er die eigentlich für die Ewigkeit abspeichern soll, dann ist er bei euch richtig. Mein Name ist Uwe Gradwohl und bei mir zu Gast war heute Ali Sunjaev, Professor am Institut für angewandte Informatik und formale Beschreibungsverfahren am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie. Also, wer seine Abschlussarbeit in Biese Student hochladen möchte, der sollte das dann im Laufe des Novembers mal ausprobieren. Das müsste dann eigentlich gut funktionieren. Ali, nochmals ganz herzlichen Dank. Und klar, wenn es euch jetzt gefallen hat mit unserem Podcast, dann lobt uns, empfehlt uns, teilt uns und hört euch einfach noch weitere Folgen an aus unserer Podcast-Reihe im Digilog mit.